Was sagst du eigentlich zu meinen Haaren? Die werden auch schon wieder... Mhm. Ja, jetzt! Aufstehen, du kleine Dulli! Alrighty, bist du wach, oder was? Habe ich irgendwas in der Zeitverschiebung verpasst oder so? Eigentlich soll hier ab 8 Uhr morgens Licht brennen. Herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein kleines Update, was so abgeht, warum jetzt gerade schon wieder keine Videos kamen. Man kann es sich denken, wir haben den Turbo-Umbau innerhalb von 3 Tagen durchgezogen, dass es nicht die ganze Zeit so weitergeht. Aber nichtsdestotrotz, es hat sich wieder einiges getan. Dementsprechend nach dem Intro geht's los und Kadalea, Digga. Es ist vollbracht. Lass es. Auf deinem Platz. Das war jetzt nicht so schlau. Welcher Kollege ist denn da schon wieder in meinem Gästezimmer? Alkopie hat sich zu mir in den Norden gewagt mit dem Grund, dass wir uns gemeinsam eine Halle angeguckt haben. Wir sind aktuell auf der Suche nach Gewerbeimmobilien. Das hat den einfachen Grund, dass ich den Bunker aktuell nicht mehr so fühle. Das hat grundsätzlich was damit zu tun, dass da immer irgendein AMG gerade quasi die ganze Werkstatt, die ganze Garage blockiert. Das geht mir immer richtig auf den Strich. Ich mache da keinen Progress, wisst ihr? Kann ich mal eben eine Karre rausschieben oder sowas? Das nervt mich ziemlich, ziemlich hart und zusätzlich hat man einfach keine Deckenhöhe und kann deswegen nicht wirklich vernünftig schrauben. Ich sag mal so, für den Hobbybereich, für meinen Kanal bisher war es ganz gut, aber ich möchte mehr so eine Umbauten wie am Civic machen und auch vielleicht nochmal ein Bodykit und sowas. Ist hier einfach nicht möglich in der Wohngegend. Ich bin mal gespannt, wie das alles weitergeht. Also wirklich, Grüße gehen raus an Max in 3 bis 6 Monaten. Die Entscheidung, vor denen ich jetzt gerade stehe, die möchte ich echt nicht fällen, um ehrlich zu sein. TL steht hier so ein bisschen traurig. Den bin ich gestern noch gefahren, hatte tatsächlich keine Getriebeprobleme. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Vielleicht war es auch nur ein Batteriespannungsfehler. Ich habe jetzt die Batterie zwischendurch einmal geladen. Allerdings hat er gestern, der Gute, hat tatsächlich gestern aufgesetzt. Alter! Halt's Maul! Die haben aber geschliffen. Digga, das war mein Endschalldämpfer, ne? Nein. Was? Das waren die Räder im Radkasten, Brüder. Laber kein. Ja, klar. Echt? Hä, die stehen noch mega weit raus. Digga, bin ich. Komm. Um jetzt nicht das ganze Haus zusammen zu brüllen im Flur, bin ich mal kurz hier ins Wohnzimmer gegangen. Und zwar Thema Civic. Erstmal vielen, vielen Dank für eure diversen Rückmeldungen, die ja wirklich absolut positiv verlaufen sind. Ich freue mich richtig krass, dass das Civic-Projekt so gut bei euch ankommt. Ich fühle den Content. Ich habe da komplett Bock drauf. Das war immer so ein bisschen, ja, schon eine kleine Träumerei, so ein Ding auf Turbo umzubauen. Jetzt wird es allerdings richtig interessant mit der Abstimmung, ne? Wir haben jetzt mit mehreren Leuten Kontakt, die schon mal Turbo-Umbauten gemacht haben. Die Stimmen gehen so hin und her zwischen, ja, ihr braucht irgendwie noch neue Einspritzdüsen und ein frei programmierbares Steuergerät, bis hin zu, ja, ihr schafft das schon. Also Alko hat sich natürlich mal wieder eine geniale Lösung ausgedacht, die ich natürlich professionellst gegengeprüft habe und abgenickt habe. Wahrscheinlich. Es klingt auf jeden Fall sehr wild. Um ehrlich zu sein, nicht, ob ich das euch überhaupt erzählen wollte, aber ich war gestern tatsächlich wieder unterwegs, auch mit Alko, nachdem wir uns die Halle angeguckt haben und habe mir ein neues Projekt angeguckt. Diesmal bisschen das gleiche, aber dennoch ein bisschen anders als die bisherigen Projekte. Ich bin richtig, richtig gespannt, wann ich das Ganze veröffentlichen werde. Ich weiß, es ist jetzt ein grober, mieser Anteaser, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was da auf euch zukommt. Ich kann euch nur so verraten, viel verraten. Es hat etwas mit Japan zu tun. Mehr sage ich zu dem Thema auch nicht. Oh, ich weiß nicht, was ich mir da, also ich weiß wirklich nicht, was ich mir da schon wieder angetan habe, Digga. Wie lost. Raid Shadow Legends, kauf mir endlich einen Lambo, Mann. Guck mal, wer jetzt wach ist. Oh, hallo, ich hab's auch geschafft. Ich bin jetzt krass am Flocken. 63er, hier, guck dir das an. Katastrophe, sag ich dir. Einmal schraube ich da ohne dich. Und zwar folgendes. Du hattest ja festgestellt, dass hier hinten die Entlüftung undicht war, beziehungsweise dicht, ne? Undicht? Dicht. Das hat meistens was mit der Membran zu tun hier, dass die nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet und dann hat man hier viel Öl drin, was man hier auch sieht, ne? Ja, die ist auf jeden Fall immer gut neu zu machen.
Also kann man immer empfehlen, vor allen Dingen wird das porös und bricht dann, aber das kennt ihr auch alles von... Ja, also halten wir fest, M156, 6,2 Liter AMG-Motoren haben grundsätzlich ein Entlüftungsproblem an der Entlüftung. So, und jetzt habe ich die Entlüftung neu gekauft, wollte die einbauen. Und das ist schwierig. Das ist schwierig, weil man setzt die hier an dem Gewinde, wird sie festgeschraubt, hier wird sie reingesteckt und hier haben wir so ein... Plastikding hier. Und dieses Plastikding habe ich halt übersehen. Du hast ja schon neu? Nein, das ist defekte. Das alte. Das ist einfach abgebrochen. Das habe ich bei Mercedes angefragt, ob man das einzeln bekommt. Bekommt man nicht einzeln. Man muss für 2000 Euro eine komplette Ansaugbrücke neu kaufen. Ja, was soll man groß rumreden, ne? Da muss man halt jetzt irgendwie einen Schlauchanschluss reinballern. Ja, Messingfitting einfach rein, ne? Ja, genau. Das wollte mir tatsächlich auch einer von Instagram machen, allerdings hängt das Ganze halt hier noch komplett an der Gasanlage, ne? Also die Gasrail ist noch nicht getrennt. Digga, ich hatte einfach keinen Bock. Also ich war so. Ich frag mich schon die ganze Zeit, warum das so hier. Es ist wie der schiefe Turm von Pisa hier. Digga. Also die ganze Einspritzanlage, alles ist noch drauf. Hier muss ich auch richtig gucken, dass ich hier an diese Schrauben komme, weil wir haben hier 10 Dehnschrauben. Ja, guck nicht auf meine Füße. Wir haben jetzt keine Ahnung, Mann, weil Catalina den anderen geklaut hat. Jetzt echt? Ja, jetzt habe ich hier 10 neue Dehnschrauben bestellt bei... Oh, scheiße, die muss kacken. Ja, klar. Sonst würde sie sich... Ich würde mal sagen, Catalina ist offiziell stubenrein, ne? Mhm. Fein! Das hat sie richtig gut gemacht. Catalina, Catalina. Memo, und jetzt bringen wir nochmal einen zweiten Schuh. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Diese Schrauben habe ich mir neu besorgt, Dichtung habe ich neu besorgt und ich hatte halt gar keinen Bock, dann auch noch die ganze Einspritzleiste neu abzudichten. Die Gasanlage, das ist ja auch immer ein bisschen Spielerei, dass die... Deine war undicht. Ja, wenn man drauf drückt. Ja, sie war undicht. Nein, die war nicht undicht. Nur wenn man drauf gedrückt hat, unglücklich, dann hat es ein bisschen gepfiffen. Das ist bei Gas ja gar kein Problem. Ist ja kein brennbarer Stoff, ne? Ja, so, auf jeden Fall schlussendlich jetzt wieder viel mehr Arbeit, als eigentlich Not tut. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich nur die Zylinderkopfdichtung tauschen. Die habe ich auch festgestellt. Was habe ich gesagt? Zylinderkopf. Alter, ist das viel zu früh am Morgen, Freunde. Auf jeden Fall, das wollte ich ursprünglich tauschen. Ist eigentlich eine Sache von, ich würde sagen, einer halben Stunde. Jetzt habe ich es wieder hier, das Desaster. Ich muss jetzt auf den Schlauchanschluss warten, dann mache ich das fest, dann mache ich die andere Bank. Alles langweilig, alles kein Content für YouTube meiner Meinung nach, weil es einfach nur so nervige, eklige Arbeit ist, wo man mal durch muss. Wir fahren jetzt zu dir und machen den Civic, ne? Geht weiter, Civic jetzt geht weiter. Endlich Ladedruck, ne? Genau, so, hier, das wird jetzt schön ausgemacht, verdrängt, so wie es sich für die Bunkergarage gehört. Mit diesen Worten verabschiede ich mich aus dem Video, Freunde. Habt einen schönen Tag, reingehauen, ciao. Alter, und wir waren nicht mal schnell, ne? Das waren 50 Sachen oder so. Das ist gefährlich, dieses Gefühl. Holy.